Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, viel Neues kann ich Ihnen zu diesem Antrag jetzt nicht mehr vortragen. Trotzdem möchte ich Ihnen ein paar Gedanken vorstellen. Die FDP bringt mit ihrem Antrag ihre Sorge zum Ausdruck, dass sich beim Aussetzen des Schulbesuches eine Erhöhung der Fallzahlen abzeichnen könnte. Interessanterweise zitieren Sie dazu auch mit der Frage Exklusion-Inklusion Frau Professor Dr. Faber, die mit ihren Aussagen auf ihrem Hintergrund eigentlich die Förderschulen des LVR beschreibt. Und der LVR hat keine Regelschulen, in denen Inklusion zu leisten ist, sondern kann diese Fälle halt nur, wenn sie sich auf den LVR bezieht, auf die Förderschulen setzen. Wir teilen aber Ihre Sorge dahingehend, dass ein solcher Ausschluss in keinem Falle eine von der Schule gewünschte Gestaltungsmaßnahme sein darf. Dem stehen aber die Bedingungen, die für einen Schulausschluss einzuhalten sind, entgegen. Wenn eine Schule das Aussetzen der Schulpflicht vorschlägt, ist dies als Ultima Ratio einzuschätzen, als eine letzte Maßnahme in einer Situation, in der andere Unterstützungsmaßnahmen nicht ausreichend hilfreich waren, um den Problemen dieses spezifischen Kindes begegnen zu können. Einem Aussetzen des Schulbesuches eines Kindes oder Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind berechtigterweise hohe Hürden vorgeschaltet. Der § 40 des Schulgesetzes geht davon aus, dass vor einem solchen Schritt alle Möglichkeiten der sonderpädagogischen Förderung ausgeschöpft sind. Das gilt es aufzuzeigen. Ein Gutachten der unteren Gesundheitsbehörde ist zwingend einzuholen und die Eltern sind anzuhören. Eine Entscheidung liegt dann bei der Schulaufsicht. Ich überschlage. Die Bedingungen zeigen auf, dass das Aussetzen des Schulbesuches keine Steuerungsmaßnahme einer Schule ist und sein darf. Und auch dieses Aussetzen setzt die Schulpflicht und das Recht des Kindes oder Jugendlichen auf Teilhabe an Bildung nicht außer Kraft. Deshalb wird in der weiteren Begleitung des Kindes das Ziel verfolgt, eine Rückführung in die Schule zu erreichen. Das Kind bleibt vom Status her ein Schüler, eine Schülerin seiner abgebenden Schule. In Hilfeplangesprächen, und meine Damen und Herren, das halten wir für das Erforderlichste, in Hilfeplangesprächen soll geklärt werden, welche Unterstützungsmaßnahmen für das betroffene Kind und auch seine Familie verfolgt werden können. Bei der Anhörung zum Unterstützungszentrum für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung am 9. März wurden uns da durchaus gute Beispiele gezeigt. Das ist doch die entscheidende Aufgabenstellung. Wie kann die Entwicklung eines Kindes und oder Jugendlichen in einer so zugespitzten Problemlage von der Familie und von den sozialen Hilfe- und Bildungsinstitutionen positiv begleitet werden? Die FDP aber geht mit ihrem Antrag nach zwei kleinen Anfragen 2014 und 2015 nun zum dritten Mal mit dem Thema Aussetzen des Schulbesuches nach. Das Ministerium verweist in seinen Antworten auf die sehr geringen Fallzahlen und hält eine gesonderte statistische Erfassung nicht für geboten. Kann man diesen Hinweis wirklich mit der Bequemlichkeit der Ministerin abtun? Einen Beleg, inwieweit durch eine fehlende statistische Erfassung individuelle Lebens- und Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen betroffen sind, liebe Frau Gebauer, das bleibt die FDP schuldig. Und auch in der Anhörung zum Thema konnten keine belastbaren Zahlen vorgelegt werden. Das Aussetzen der Schulpflicht stellt alle Beteiligten vor hohe Anforderungen. Es ist zudem nicht nur eine Frage der Regelschulen, die sich auf dem Weg zu einer inklusiven Schule gemacht haben. Auch an Förderschulen kann diese besondere Situation zu bewältigen sein. Das Verfahren und seine Bestimmungen zeigen auf, dass es ein sehr sorgfältiges Verfahren ist. Gegensteuern. Gegensteuern, meine Damen und Herren, kann man nicht aus Zahlen heraus. Es ist wieder das Element der statistischen Erhebung, von der Sie uns aufzeigen wollen, dass das ein Lösungsansatz ist. Nein, Frau Gebauer, das ist es nicht. Es gilt für die Kinder aus den konkreten Situationen heraus, Lösungen zu schaffen. Den Begriff der Bequemlichkeit in diesem Zusammenhang, und das möchte ich noch mal sagen, den Begriff der Bequemlichkeit zu setzen, ist eine bewusste Verunglimpfung und hat nichts mit einer sachlichen Klärung der Frage zu tun.